So, hallo. Wir machen weiter. Nach einer ganzen Weile, in der ich schon wieder nicht mehr aufgenommen habe, aber jetzt ist heute der 7. Part rausgekommen, das heißt, ich habe für morgen keinen. Bei Metroid Dread. Ich hoffe, ich kann mich drauf konzentrieren. Es ist gerade einiges los, schulisch, deswegen, ja. Wir kriegen das hin. Ich habe letztes Mal irgendwas gesagt, dass ich irgendwo hin wollte. Wir sind wieder in Artaria, wegen dem... Genau, wir haben den Ball. Wir haben den Ball wieder. Hier ist irgendwas. Da können wir mal gucken, ob wir das finden. Also hier ist noch irgendwas versteckt. Da können wir mal gucken, ob wir das finden. Und dann wo... Ach ja! Hier war doch irgendwo, wo ich gesagt habe, da kann ich jetzt durch. Wo war das denn? Irgendwo habe ich gesagt, da kann ich jetzt dann hier und dann da hier irgendwie hoch. Aber wo war das denn? Ein Momentchen. Ich muss mich kurz wieder orientieren. Es ist leider schon wieder zu lange her. Ich muss mich kurz orientieren. Da war irgendwo ein Block, oder? Irgendwo war ein Block, wo ich gesagt habe, den kann ich verschieben. Oh, ich bin lost. Irgendwo war so ein Dreierblock, wo ich... Ja, genau, hier. Da ist so ein Dreierblock, da will ich auf jeden Fall... Okay, wir machen mal Markierungen jetzt. Let's go. So, hier, Markierung. Da ist so ein Dreierblock, da will ich auf jeden Fall hin. So. Da kommen wir auch hin, das ist gar kein Problem. Also gut, hier komme ich nicht durch, aber... Wir müssten... Ah ja, stimmt, wie kommen wir da wieder rein? Ach ja, das war das, was ich gesehen hatte. Jetzt erinnere ich mich. Hier, ne? Hier kommen wir nicht mehr durch, aber jetzt kommen wir hier durch. Mit dem Ball. Das war der Punkt. Das war der Punkt. Okay, okay, okay. Also wir gehen hier hoch. Wir gucken hier kurz da, wo es weiß blinkt, ob da irgendwas Cooles ist. Und dann gehen wir da hoch. Alles klar, let's go. So, ich hab mein Ziel. So. Und jetzt geht natürlich hier alles schneller, weil wir jetzt viel stärker sind. Das ist sehr angenehm. So, hier ist schon der Bereich, wo es blinkt, ne? Genau, das ging ja fix. Dann gucken wir jetzt gleich mal da hoch. Also mit Raketen kann man ja irgendwas aufdecken, aber hier scheint schon mal nichts zu sein. Und es scheint mir auch, also vielleicht eher dann der andere Raum. Ah, ich sehe da schon was. Bestimmt da drin. Bam. Nice. Okay, dann denke ich, war das das, weshalb sie geblinkt hat, denn jetzt blinkt es auch nicht mehr. Sehr schön. Gut. Gut, 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 gut. Hi. So, ich muss ganz kurz hier Pause machen. So. Es geht sofort weiter. So. Oh, den habe ich nicht gesehen. Ist egal. Ist eigentlich wurscht, wie rum ich gehe, ne? Ob hier oben ist nichts Spannendes mehr. Nee, da ist nichts mehr im Moment. Dann gehen wir so rum. Ah! Nee, oh! Oh, nee. Zu lange nicht mehr gespielt. Ich kann nicht mehr spielen. Oh Mann, so, weg mit dir. Zack. Rein da. Speichern. Abflug. So, und jetzt kann ich nämlich hier oben rum. Das ging nämlich bisher nicht. Und jetzt kann ich mir sogar das Ding da holen. Das ist zwar jetzt nicht das Wichtige, aber wir können es gleich mal mitnehmen. Und dann hier diese Markierung entfernen. Und dann gucken wir mal, wo wir wieder aufgehalten werden. Aber hier können wir jetzt erstmal weitergehen. Das ist ja das Coole, ne? Dass das Ding da unten jetzt nicht mehr in unserem Weg ist. So. Das würde mich interessieren, kann der Ball da hoch? Nein, okay, also schrägen kann der Ball auch nicht hoch. Schrägen sind nach wie vor nichts für mich. So.
Hier sieht es nicht weiter spannend aus. Das haben wir schon, ja. Hier sieht es auch nicht spannend aus. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein Block ist, der nur per Dings zerstört werden kann, per Bombe. Deswegen lassen wir das erstmal. Es geht eh nur zu einem Raketencontainer, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Der ist nicht so dramatisch wichtig. Okay, dann gehen wir hier lang. Ich will zu diesem Block auf jeden Fall, zu diesem einzelnen Block. Wo ist denn der gewesen? Ach, der da, wo ich es markiert habe, natürlich. So, da komme ich rum. Aber hier komme ich nicht durch. Also muss ich da irgendwie anders hingekommen sein. Ah, von der Seite. Ah, ich bin von der Seite irgendwie hingekommen damals. Ah, das war der Weg. Und da sowieso. Okay, das sind wahrscheinlich die Raketen hier, die hier angezeigt werden. Wobei hier überall was anzeigt, interessanterweise. Okay, da zeigt es auch was an. Jetzt können wir auch mal gucken, was das für Blöcke hier sind. Das würde mich auch noch interessieren. Gut, also wenn ich hier runter gehe, müsste ich aber auch hier rüber mal können. Und da gucken, was da ist. Vielleicht ist da ja auch noch irgendwas. Vielleicht komme ich ja damit dahin. Wir gehen mal vorsichtig hier runter und versuchen hier nicht runterzufallen. Das wäre. Wobei, das wäre gar nicht so schlimm. Wenn ich da runterfalle, komme ich ja hier wieder hoch. Und dann hier durch. Wieder hoch. Das müsste eigentlich gehen. Also das dürfte nicht schlimm sein, wenn ich da runterfalle. Okay. Ja. Hier ist auch noch was Cooles. Was ist? Zugang verschlossen. Wie kommt man da rein? Widebeam-Panzerung, aber von der Seite. Wie komme ich denn da rein? Das ist direkt hier. Das ist direkt hier. Was ist das denn? Ist hier irgendwo ein Durchgang? Nein. Aber von der Seite ist halt zu. Aber von der Seite ist der Raum einfach zu. Hä? Muss ich da vielleicht alle Gegner kaputt machen in dem Raum? Oder gibt es irgendeinen Schalter oder sowas? Hier ist auf jeden Fall, das ist auch der Bereich, wo es blinkt. Wo also irgendwas versteckt ist noch. Ach, hör halt auf. Der ganze Bereich hier, da blinkt irgendwas, aber ich weiß halt nicht, für was das ist. Das da oben sind die Blöcke, die ich gucken wollte. Jetzt haben wir den Bereich schon fast durch, wo es blinkt. Ja, wo sollten da was sein? Vielleicht mit der Bombe. Müssen wir, weiß ich nicht. Ach, geh halt heim. Ah, es blinkt, genau, es blinkt. So blinkt's. Ha. Weiß ich nicht. Jetzt rutschen wir mal kurz hier vorsichtig runter. Vielleicht kann ich da irgendwie über mal über eine Bombe oder so da rein. Oh, ganz komisch. Ganz merkwürdig. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich da oben reinkomme. Ich wüsste es aber gerne. Na gut. So. Und jetzt aber auch nicht hier ewig aufhalten. Jetzt gucken wir mal uns noch die Blöcke da oben an. Gibaru.
Alles klar, das sind Rennblöcke. Okay, das sind die Blöcke zum Rennen. Das ergibt Sinn. Was weniger Sinn ergibt, ist dieses Geblinke hier. Ich weiß nicht, wo hier was sein soll. Ha. Oder ist der Quatsch da oben gemeint? Kann ja alles sein. Okay. Da unten kann man noch reingucken. Gucke mal. Ah, da könnte ich jetzt sprengen, wenn ich sprengen könnte. Kann ich schon mal nicht. Dann haben wir den Raum. Ich kann es mal kurz aufdecken, dann weiß ich, dass ich da war. Aber ich glaube nicht, dass da was war. Das ist einfach nur irgendeine Ecke, die ich halt nicht abgehe. Ja. Ich finde es immer ein bisschen komisch, dass das dann so, ne, so da warst du nicht anzeigt, aber es ist halt, effektiv waren wir dort. Also keine Ahnung. Okay, so. Es tut mir leid, dass ich ständig die Karte aufmachen muss, aber das scheint mir hier schon wichtig zu... Okay, ich wollte hier runter. Ah, muss ich nochmal zurück. Das ist dann da irgendwo. Genau, das ist hier gewesen. So. Genau, da oben komme ich nicht ran. Das ist bestimmt auch wieder mit Rennen oder so. Ja, da komme ich nicht ran. Dann geht's hier runter. Da wollten wir aber auch sowieso auch hin. Genau, und da wollte ich jetzt drüber. Und da kann ich auch einfach drüber. Da kann ich einfach drüber. Warum bin ich da noch nicht hin? Ich weiß es nicht. Da ist der Block, den ich verschieben will. Hat der was mit dem Teil hier zu tun vielleicht? Dass der hier das aufschiebt? Also so komme ich jedenfalls hier nicht weiter. So. Dann wollen wir jetzt hier runter. Guck mal, hier ist schon wieder so ein... einfach eingekesselt, so ein Raketending. Ah, das ist in diesem... Da müsste ich den wieder irgendwie hochkriegen. Den kann ich aber nicht bewegen im Moment. Okay, dann gehen wir kurz hier lang, weil da waren wir offenbar noch nicht, obwohl... Hä, da müsste doch gewesen sein. Also ganz komisch. Aber dann da runterfallen lassen ist Quatsch. Da geht's nicht weiter für mich. Dann komme ich an die Seite nicht von hier ran. Okay, dann muss ich wirklich ganz... Oh mein Gott, ganz außen rum gehen. Na gut. Nein, 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 nein. Okay, genau. Ich wollte jetzt hier nicht unnötig rumlaufen. So, hier waren wir überall schon. Ah, da komme ich nicht hoch. Okay, ja, dann so. Ach so, deswegen ist das hier auch... Ah, das machen wir kurz auf einmal. Dass das so aussieht, als ob wir da durchgelaufen wären. Oh, da komme ich gar nicht... Oh, das ist ja interessant. Da komme ich gar nicht rein. Da komme ich gar nicht hoch. Ich meine, das sieht nicht aus, als ob da irgendwas wäre, aber ich komme nicht ran. Na gut. Hörst du auf. Hörst du auf. So, und hier komme ich wahrscheinlich ran mit einem Doppelsprung oder sowas. Geht jetzt noch nicht. Alter! So. Okay, dann gehen wir oben rum. Also nicht dieses oben rum, sondern dieses oben rum. Und haben jetzt erstmal direkte Wege. Auch da, das sieht wieder so aus, als ob man in der Ecke noch nicht war, aber man war halt in der Ecke. So, das ist ganz gut. Moment, aber da oben war ich noch gar nicht drin. Hä? Oder war ich da schon... Ich bin super verwirrt, dass der es nicht anzeigt. Ich muss doch hier durchgelaufen sein. Das ist doch der einzige Weg und den Weg sind wir ja schon mal gegangen. Ich muss doch hier durchgelaufen sein. Ach so, weil man da gleich runterfällt, deswegen sieht es dann... Ah, ich verstehe. Okay. Aber wahrscheinlich... Ja, weil es einfach so ein riesiger Raum ist, sieht es dann halt so aus, als hätte man den einfach nicht besucht. Das ist super weird. Okay, meinetwegen. War da irgendein Bosskampf? Warum war der Raum so riesig? Ich kann mich nicht mehr erinnern. So, aber man sieht ja, dass wir hier schon waren. Da ist jetzt der nächste Bereich, wo es blinkt.
Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal hier durch. Wir gucken einfach nochmal kurz da nach hinten. Ich glaube zwar nicht, dass da was war, aber wir gucken einfach nochmal kurz. Ach, ich bin hier durchgefallen. Und dann war ich... Ah, ich bin nicht... Stimmt, ich bin nicht oben rumgelaufen. Ah, und jetzt ist der Weg hier offen, wo ich vorhin, ne? Genau, jetzt ist der Weg hier offen. Das macht schon mal alles viel einfacher. So. Stimmt, hier sind wir. Wir sind ja so rum vor dem Viech geflohen. Ich erinnere mich. Wir sind so rum geflohen. Okay, dann... ist hier irgendwo in dem Bereich noch was. Ich nehme an, hier in der Wand oder so vielleicht. Aha. Ja, das sieht aus wie eine Bombendings. Da komme ich noch nicht ran. Okay, das sieht aus wie so ein Bombenteil. Das ist das Lilane, okay. Und das Lilane hatten wir schon mal irgendwo, wo ich gesagt habe, da brauche ich wahrscheinlich eine Bombe, ne? Das war hier unten irgendwo. Ja, ich weiß es jedenfalls, dass das dann eine Bombe ist. Gut. Dann können wir jetzt versuchen, hier ranzukommen. Ah, nee, kommen wir gar nicht ran. Kommen wir gar nicht ran, hat sich erledigt. Okay, alles gut, da ist eh zu. So, dann gehen wir jetzt hier komplett außen rum, bis wir hier bei der Box angekommen sind. Ja, hurra. Dann holen wir uns hier kurz die Dinger ab. Dann können wir uns wieder aufladen auch. So. Oh, ich habe was anderes. Was ist das denn? Das ist ein Teleport! Der kommt, da komme ich. Da komme ich dann dahin. Nee, stopp, das will ich noch nicht. Diese Dinger sind Teleports. Alt, raus. ZCR-Übersicht. Das ist der Weg, dann geht's hier weiter. Okay, das ist aber. Jetzt, wenn wir uns das angucken, ist das nur ein Bonusweg. Das ist nur ein Bonusweg. Da können wir hin. Außer es geht hier noch irgendwie dann runter oder so. Aber grundsätzlich können wir da hin. Machen wir gleich. Vorher springe ich mal da hoch. Ah, und hier kurz jetzt. Hier geht's nicht mehr höher, ne? Da komme ich jetzt. Ne, da komme ich noch nicht hoch. Können Sie kurz aufladen, unseren Kram? Aber hier kommt. Ups. Hier komme ich. Ne, da komme ich noch nicht hoch. Aber den. Okay, den Weg machen wir. Das machen wir. Bonusweg. Ja, let's go. Das ist ja cool. Aber das ist dann auch wirklich nur. Ja, das ist dann auch wirklich nur eine Verbindung in so einen kleinen Abschnitt. Ich glaube nicht, dass ich damit irgendwie rauskomme. Ja, wir werden es gleich sehen. Wir werden es gleich sehen, wohin mich das führt. Ich bin sehr gespannt. Laggy, laggy, laggy. Alles ist laggy. Hallo? Ah ja. Gar keine lange Ladesequenz gewesen. So, genau, jetzt sind wir nämlich hier. Oh, hier ist doch eine Tür. Aber in den Speicherbereich. Ja, okay, hier ist einfach ein Speicherbereich. Dann speichern wir mal kurz. Zur Sicherheit. So. Aber ich wollte da nicht runterfallen. Das war natürlich jetzt nicht... wie ich mir das vorgestellt. Aber Moment, aber hier geht's ja doch dann raus. Ah, hier geht's ja dann doch weiter, oder wie, oder was, oder wo. Da ist ein Gang. Aber wenn ich da jetzt runterfall... Nee, 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 stopp. Ich fall da wahrscheinlich runter gleich. Das will ich ja nicht. So, ich will ja dieses Ding da. Was ist das? Missile Plus konnte um 10 erhöht. Nice. Okay, also ich komme wieder hier so rein. So, was ist jetzt, wenn ich da unten lang noch gehe? Da unten noch lang gehe. So rum war die Aussage. Ich habe Angst, dass ich da runterfalle. Ach, hier ist einfach Schluss.
Okay, vielleicht. Aha! Aha! What the heck war das denn jetzt? Also hier kommen wir noch nicht rein, das ist klar. Okay, dann haben wir jetzt hier einen Weg. Einen weiteren Weg. Das ist cool. Okay, das ist cool, das ist cool, das ist cool. Fühle ich, feiere ich. So. Gut, dann porten wir uns wieder zurück. Ah, das ist cool. Sehr schön. Ich hoffe nur, der braucht nicht jedes Mal 3 Jahre zum Teleportieren, weil das hat gerade schon ganz schön gedauert. So. Let's go. Let's effing go. Ich habe das Gefühl, das Teleportieren dauert länger, als mit einem Aufzug zu fahren. Hallo? Teleportieren dauert schon sehr lange. Okay, gut. Aber dann haben wir das gesehen. Coole Sache. Coole Sache. Das heißt, es gibt noch mehr Möglichkeiten, außer die bisher schon gesehenen, um von einem Ort zum nächsten zu kommen. Finde ich sehr cool. Ha! Hab's mir doch gedacht. Es hat nämlich ja hier geblinkt. Der Bereich. Und das war schon sehr offensichtlich, dass da was ist. Okay, so. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Dann kann die Markierung hier auch weg. Zack, Wiedersehen. Nice. Dann würde ich aber fast sagen, hier komme ich noch nicht hoch, glaube ich. Nee, da brauche ich auch einen Doppelsprung. Dann würde ich fast sagen, wir schließen... Na, 22 Minuten. Nee, wir schließen hier noch nicht ab. Ich dachte, wir sind schon länger im Spiel. Ich dachte gerade wirklich, wir sind schon deutlich länger im Spiel, weil es mir so vorkommt, dass wir schon ganz viel gemacht hätten. Okay, hier kann ich hoch. Ich gehe nur davon aus, dass es dann hier in diese ganzen Wege hier weitergeht. Wo auch immer das alles hinführt. Deswegen würde ich jetzt erstmal... Okay, allerdings den Container nehmen wir gleich mal mit. Sehr schön. Ein Herzteil. Vielleicht ist ja auch gleich Schluss. Wollen wir gleich hier hoch? Ich wollte eigentlich diesen Block da runter. Wo gehe ich denn jetzt hin? Nein, hier gehen wir... Ah, warte mal. Ist die zu? Nein, die ist offen. Na, ich glaube, das geht hier weiter. Ich will hier noch nicht lang. Ich will erst mal das andere machen. Kriegen wir das hin, ohne da runter zu rutschen? Kriegen wir das hin, gleich direkt da durchzugehen? Das wäre aber nicht... Oder will ich sogar runterrutschen? Will ich hier gucken, was da ist? Will ich hier vielleicht aufmachen? Kann ich hier vielleicht aufmachen? Das sieht... Oh, es sieht schon wieder so aus, als ob man da was machen könnte, ne? Vielleicht will ich kurz mal runtergucken. Ich meine, ob ich jetzt durch den Weg hingehe... Ja, nee, wir kommen eh hier lang. Und dann ist hier das, was ich will. Okay, also ich komme so oder so dahin, wo ich möchte... Das hier müssen wir mal gucken, wie der Teil hier dann aufgebaut ist. Ich komme sowieso dahin, wo ich hin möchte. Wollen wir hier noch? Weiß ich nicht. Da runter. Ah, hier geht's auch hoch. Da war ich auch noch nicht. Gucke mal. Und dann wären wir wieder hier. Am Anfang quasi. Okay, hier ist kalt, deswegen da kann ich noch nicht rein. Gut. Da waren wir auch überall schon. Das ist nichts Neues. Okay, gut. Ja, dann lassen wir uns trotzdem jetzt mal runterfallen und gucken mal kurz, ob wir in diese Lücke hier rein können, ob da irgendwas ist. Ah, das ist so ein Ding, was sich bewegt, wenn man irgendwas macht. Das kann ich noch nicht bewegen. Okay. Gut, so, dann muss ich jetzt, durch den Speicherpunkt ist wahrscheinlich ein bisschen schneller. Ah, es war die Karte.
Ich denke, hier ist nichts mehr, aber wir machen mal kurz richtig auf den Kram. Ich finde es so unbefriedigend, wenn das alles so noch halb zu ist. Oh, hier kann ich bestimmt... Oh, kann ich da? Ist da was? Ich glaube es zwar nicht. Aber warum sind... Ach so, das sind so Lücken, weil damit ich mich hochhangeln kann. Ja, das meine ich. Da ist überhaupt nichts. Da ist einfach nur dunkel. Da war nichts. Genauso wie hier einfach nichts ist. Es ist einfach nur ein Miniraum. Ich muss da... Nee. Also, die ganzen Schatten aufdecken, das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Gut. Da ist die Karte etwas detaillierter, als sie sein müsste. Aber hey. Ach so, ah, deswegen kam ich da vorher nicht mehr durch. Jetzt käme ich da auch durch. Okay, okay, okay. So. Zack. Jetzt sind wir wieder hier. Hier komme ich nicht hoch, aber das macht nichts. Ich kann jetzt hier durch. Das wäre vorher auch nicht gegangen. Also den ganzen Weg hier kann ich nur jetzt gehen, weil ich eben jetzt den Ball habe. Ach nee, ich kann ja durchrutschen. Ah, ich habe vergessen. Ja, ja, ich bin ja da schon durch. Lol. Vergesst, was ich gesagt habe. So. Und das... Ah, das ist ein ganz großer Raum. Deswegen ist der auch so komplett unausgefüllt. Okay, in die Richtung brauche ich nicht mehr. Da drüben ist der Block. Wir gehen erstmal zu dem Block. Der ist das, was mich am meisten interessiert. Was das jetzt bedeutet, wenn ich den Block verschiebe. Wie gesagt, ich kann es mir denken, dass ich dann da oben dieses Ding vielleicht aufmache. Ah, ich muss von hier, verstanden. Jetzt. Yes! Und jetzt ist nämlich... Achso, das ist jetzt aber dann ja einfach nur... Ah, das ist dann einfach nur eine Abkürzung eigentlich, ne? So hier irgendwie vielleicht rein? Nee, das geht einfach noch nicht auf. Okay. Das ist dann eigentlich einfach nur eine Abkürzung, weil von... Ah, nee, ich kann hier hochklettern. Ich kann hier hochklettern. Dann komme ich jetzt... Ah, aber vielleicht ist das am Ende auch nur eine Abkürzung. Aber hier ist was. Hier ist irgendwas. Ich lade schon mal auf, wenn gleich noch mehr Viecher kommen. Oh, hier ist erstmal ein Gang. Oh, ein neuer Raum. Da waren wir noch gar nicht drin. Da gucken wir uns doch gleich mal um. Warum kann ich da rein? Hä, warum ist genau nur dieses Ding offen? Nee, jetzt bin ich da einfach runtergefallen. Also von wegen, ich brauche einen Doppelsprung, um da hochzukommen. Das ist einfach ein Rückweg, oder was? Oh, nee. Ah, das ist ja doof. Jetzt muss ich wieder außen rumlaufen. Ah, das ist ja komplett dumm. Kann ich hier nochmal gucken? Aber ich komme da nicht rein. Hier ist nichts. Nichts, was andeutet, wie man da reinkommen könnte. Überhaupt nichts deutet das an, wie ich da reinkomme. Keine Ahnung. Vielleicht ist es... Oh, das könnte auch wieder ein Teleporter sein, der nur von einer Richtung funktioniert. Weißt du? Das wäre eigentlich sogar denkbar. Das da ist das Ding, wo wir hinkommen. Das ist das Ding, wo wir hinkommen. Dieses komische Teil sammeln wir gleich ein. Also gleich im Sinne von... Gleich. Ich muss halt nochmal komplett außen rum, es hilft nichts. Ich muss nochmal komplett außen rum. I'm sorry. Thank you.
Oh, oh, oh. Nein, der reicht nicht, oder was? Ah, okay, doch. Oh, Gott sei Dank. Ich wollte schon sagen. So. Neuer Versuch. Nicht darunter. Erst da hoch. Erst da hoch. Ich wusste nicht, dass das ein Rückweg ist. Oh. Ich hasse mich. Ich... Gerade haben wir hier unten den Weg aufgemacht. Und wo gehe ich lang? Außenrum. Ich hasse mich ja schon so ein bisschen, ne? Gott, war das dumm. Ist nicht mein Ernst, ey. Oh nein, da komme ich noch nicht ran. Ich habe es befürchtet. Wahrscheinlich, ich könnte mir zwei Dinge denken. Entweder, ja, ich fürchte Eisbeam. Eisbeam und dann über die Viecher. Ich komme da noch nicht ran. Eisbeam oder halt irgendwas anderes. Ach, scheiße. Ich komme da noch nicht ran. Kacke. Okay, dann komme ich da noch nicht ran. Wollen wir hier jetzt... Ah, hier wollten wir noch hochgehen. Genau, da wollten wir noch hochgehen. Ach, so ein Müll. Na gut. Ist akzeptiert. Okay, da komme ich so nicht hin. Ist das nicht einfach der Weg, wo ich das Wasser gemacht habe? Ja, genau. Aber da ist einfach das Viech rumgelaufen. Ja, okay. Dann haben wir das jetzt auch aufgedeckt. Ja, wir können hier weiter. Ah, da komme ich nicht hoch. Hier komme ich nicht hoch. Okay. So, hier war das mit dem Wasser, was wir hier gemacht haben. Den Schalter. Okay. Und dann können wir jetzt wieder hier runter. Und jetzt können wir hier hoch. Mach dich halt einfach weg. So. Aber das scheint mir auch nur der Weg für das Viech zu... Ja, das war nur der Weg für das Viech. Ja, gut. Ja, gut. Das war dann leider etwas unspektakulär. Naja, hier ist nichts Spannendes mehr. Okay, dann... Bedeutet das für mich, wir gehen wieder zurück zum Speicherraum. Und von da aus können wir jetzt mal noch da gucken, was da noch ist. Das machen wir noch in dem Part. Weil ich habe jetzt so viel Quatsch gemacht, ich will jetzt nicht deswegen hier an der Stelle sagen, nee, wir machen den Part aus. Ihr sollt ja nicht unter dem Quatsch, den ich mache, leiden. So. Also gehen wir wieder hoch, alles hoch, alles hoch, alles hoch, alles hoch. Komme ich hier hoch? Komme ich hier? Ja, ich komme hier zurück, alles gut. Ich komme da zurück. Ups, ja, vielleicht auch den richtigen Weg. So, zack, 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 zack. Gott. Dum, 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 dum. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Hier hoch. Lieber Ru. So, und jetzt kann man da oben schon den Weg. Sehr schön. Ich hoffe, da kommen wir noch irgendwo hin vielleicht. Wir werden es gleich wissen. Oder wahrscheinlich wird uns gleich irgendwas stoppen. Jux, yikes, Hilfe. Okay. Erstmal stoppt uns nichts. Außer Gegner. Okay, jetzt vorsichtig. Irgendwo falle ich da wahrscheinlich gleich runter. Oder das kann man aufschießen oder so. Ah, okay, das geht nur mit einer Bombe auf. Interessant. Aber die habe ich noch. Also, ich meine, da käme ich ja nur zurück. Das wäre nicht mal schlimm, wenn ich sie jetzt hier hätte, wenn ich die Blöcke hier aufmachen könnte. Aber vielleicht kriege ich dann da oben ja die Bombe.
Das wäre ja was. Kriegen wir jetzt schon Morphballbomben? Das wäre ja chillig. So, da ist ein grünes Schild. Da kommen wir noch nicht durch. Hier komme ich auch nicht durch. Aber hier komme ich rein. Sagt ihr mir, was das ist? Chargebeam-Schleuse und das davor? Nee, sagt er mir noch nicht, weil ich es noch nicht wissen kann. Okay. Jo, aber jetzt kommen wir hier in große Räume, ne? Also da könnt jetzt noch, je nachdem, ob wir gleich aufgehalten werden, könnt hier noch cooles Zeug kommen. So, was haben wir hier? Gar nichts. Da komme ich so nicht ran, okay. Komme ich da rein? Von unten wahrscheinlich. Oh, hier ist wieder so ein Ding. Ja, drücken wir. Macht er jetzt Kälte weg? Hitze, nee, Hitzeenergie wird umgeleitet. Ich weiß nicht, was ich getan habe, aber was ich getan habe, erfahren wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.